Liebe Freunde, hallo und herzlich willkommen zurück und frohe Ostern, denn ich nehme es ja erst am Ostersonntag auf, zu einem weiteren Video von meiner Wenigkeit. Heute sprechen wir über ein Thema, das mich schon einige in den Kommentaren angesprochen haben, beziehungsweise auf Instagram angeschrieben haben, und zwar Krankheiten von Chamäleons. Wir sprechen darüber, wie man sie erkennt, dann sprechen wir über Krankheiten bei Haltungsfehlern, dann über Krankheiten an sich, häufige Krankheiten, gelegentliche Krankheiten, seltene Krankheiten bis hin zu ansteckenden Krankheiten. Und dann war es das auch. Es hört sich im ersten Moment nach nicht vielen Punkten an, aber glaubt mir, die Punkte sind ein bisschen ausschweifender, ja? Fangen wir zum Beispiel mit dem ersten Punkt an. Wie erkenne ich, ob mein Chamäleon krank ist? Also in erster Linie ist es halt so, dass es bei Chamäleons ein bisschen schwierig ist, da sie es sich zum Beispiel nicht anmerken lassen. Jetzt, die fangen nicht an zu kläffen oder zu wimmern oder sonst irgendwie, sondern sitzen halt da und reagieren dir gegenüber aggressiver. Also sie zeigen jetzt hier quasi keine Schwäche in dem Sinne, dass man sie als Beutetier identifizieren könnte, sondern treten einem halt gegenüber mit erhöhter Aggressivität. Sie lassen sich nicht anpacken oder hochnehmen, sondern sind dann eher bereit, sage ich jetzt mal, dir in den Finger zu beißen oder sonst was sich anzufauchen oder so. Dann kann man natürlich auch, wie schon in vielen anderen Videos gesagt, durch die Farbe der Haut erkennen, wie es dem Tier geht. Ne? Also oft angesprochen, eine kräftige und gesunde Farbe zeigt, dass es dem Tier gut geht und dass es gesund ist. Eine dunkelbraune bis schwarze Farbe bedeutet, dass es dem Tier nicht gut geht, also in Form von Stress oder irgendeinem anderen Leiden. Und Krankheiten bilden sich so beim Tier ab, dass die Farbe weder schwarz noch kräftig ist, sondern dass die Farben sich eher so blass darstellen. Also es sind halt quasi nicht kräftig und auch nicht irgendwie großartige Verfärbung, sondern die Farben werden halt blasser am Tier. Das sind natürlich keine Dauerzustände, die Farben ändern sich je nach Gemütszustand bzw. Gesundheit im Zustand des Tieres. Das heißt, es wird dann nicht für immer blass bleiben, sondern sobald es sich dann wieder erholt hat, hat das Tier dann wieder genau die kräftige Farbe wie vorher auch. Ein weiterer Punkt ist halt, wenn du merkst, okay, du hast ein Tier, was sich vorher halt viel bewegt hat und sich von heute auf morgen auf einmal so gut wie gar nicht bewegt. Dann musst du dir schon mal überlegen, okay, schon mal scheiße, weil mein Tier hat sich sonst immer bewegt. Was ist da jetzt los? Warum bleibst du jetzt nur noch auf dem Ast sitzen und guckst nur noch doof in der Gegend rum? Klar, es kann natürlich auch einfach mal einen faulen Tag haben, aber wenn das halt über einen längeren Zeitraum so ist, dann sollte man sich mal überlegen, damit nicht doch zum Tierarzt zu gehen. Dann auch ein wichtiger Punkt, den man auch gut selber prüfen kann, ist zum Beispiel, wenn man das Tier auf der Hand hat, dass es dann nicht richtig greift, sondern quasi wie, also ihr habt es quasi auf der Hand, es hält sich am Finger fest, aber der Griff am Finger ist sehr schwach. Das ist quasi, dass du die Hand nur so ein bisschen kippen kannst und das Chamäleon wird theoretisch runterrutschen. Dann weiß er auch, irgendwas ist im Argen, weil normalerweise halten sich diese Tiere mit allem, was ihnen im Leben lieb ist, an dem Objekt fest, um nicht runterzufallen. Das ist auch noch so ein wichtiger Punkt, wo man sagen kann, okay, alles klar, dem Tier geht's nicht so gut. Und natürlich noch die drei wichtigsten Punkte, ne, sollte irgendwas jetzt hier zum Beispiel, das fällt von oben runter und im schlimmsten Fall bricht es sich irgendwie was, dann merkt man natürlich auch in der Bewegung, beziehungsweise, dass es sich halt gar nicht bewegt und sich nur zurückzieht, dass es dem Tier nicht gut geht. Und natürlich der späteste Fall, sollte es sich zum Beispiel Parasiten oder so im Körper befinden, dass der Kot anders aussieht. Zum Beispiel anstatt fest so ein flüssiger Krams, der dann einfach im Terrarium rumliegt. Das ist dann auch wieder ein Zeichen, dass das Tier irgendwas hat. So, das waren jetzt mal aufgelistet. Ein paar Punkte, wo man erkennen kann, wie es dem Tier geht. Ich verlinke euch nochmal am Ende und auch unten in der Videobeschreibung verlinke ich euch nochmal die Internetseite, von der ich das bezogen habe. Denn da gibt es auch eine richtig coole Nummer und zwar gibt es da so eine Art Symptomfinder. Das ersetzt keinen Tierarzt, um Gottes Willen, aber da könnt ihr auch mal selber mal so gucken, was so für Anzeichen beim Tier, welche Krankheit ungefähr ist. Ne, klar, natürlich, dieser Finder ersetzt natürlich keinen Tierarzt, um Gottes Willen, da immer dann schön zum Tierarzt mitgehen. Aber ich fand das mal ganz spannend, deswegen packe ich euch das mal in die Videobeschreibung. Und ja, der dritte Punkt ist eigentlich ein relativ kurzer Punkt, und zwar Krankheiten durch Haltungsfehler. Man glaubt es nicht, aber auch durch falsche Bedingungen im Terrarium kann es sehr schnell passieren, dass es dem Tier nicht gut geht. Und zwar ist das eigentlich auch sogar schon der Hauptgrund, denn mehr als 90% der Chamäleon-Krankheiten entstehen durch Haltungsfehler. Der wichtigste Punkt, den auch einige falsch machen, ist die Überfütterung. Das bedeutet, man hält die Fastenzeit nicht ein oder umgekehrt, man füttert dem Tier viel zu viel auf einmal und dann die Rest der Woche halt nix. Und da kann man sehr, sehr viel falsch machen. Dann eine inadäquate Vitaminversorgung. Inadäquat heißt nicht angemessen. Ja, das heißt, ihr gebt dem Tier zwar euer Vitaminpräparat, dort fehlt aber ein Vitaminanteil. Und daran ist auch wie beim Menschen auch, kann es passieren, dass es dem Tier halt über einen längeren Zeitraum, wenn es das Vitamin nicht bekommt, auch deutlich schlechter geht. Unzureichende Belüftung
auch sehr wichtig. Ja, ihr merkt das ja selber, wenn ihr zum Beispiel den ganzen Tag bei euch im Zimmer die Fenster zu habt, dann merkt ihr auch, okay, eine stickige Luft entsteht, die Welt träge und so. Und da macht man halt meistens das Fenster auf. Das Chamäleon kann ja in dem Sinne nicht selbstständig handeln und einfach mal eben schnell ein Fenster aufmachen, sondern muss sich auf euch verlassen, dass ihr die richtigen Vorkehrungen getroffen habt, damit das Terrarium kontinuierlich richtig durchlüftet ist. Sollte das nicht der Fall sein, passiert quasi das gleiche wie bei Menschen. Ja, man wird träge, man hat auch nicht mehr so viel Bock, weil du halt ein bisschen so eine gewisse Art an Sauerstoffmangel halt kriegst. Flüssigkeitsmangel ist auch ein wichtiges Thema, denn wenn jetzt zum Beispiel ein Tier habt, das in den Tropen heimisch ist, ist es auch theoretisch, ich meine gut, das Tier ist meistens aus der Zucht, aber es ist es theoretisch eine hohe Luftfeuchtigkeit gewöhnt. Und wenn ihr das Terrarium jetzt quasi die ganze Zeit auf 40% anstatt 80% oder 100% Luftfeuchtigkeit habt, kann es schon mal vorkommen, dass das Tier dehydriert. Und das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, dass das Tier im schlimmsten Fall daran sterben kann. Deswegen achtet bitte darauf, dass ihr eurem Tier angemessen die Luftfeuchtigkeit habt, halten könnt und auch ausreichend Trinkmöglichkeiten für das Tier habt. Und auch noch ein wichtiger Fehler, den Leute machen, bevor sie das Tier abholen, ist, dem Tier nicht ausreichend Versteckmöglichkeiten bieten. Also ein Chamäleon, ne, ihr wisst es ja selber, das ist ja nicht nur, das hat ja nicht umsonst die Farben, die es hat, sondern es hat die Farben, um perfekt mit der Umgebung zu verschmelzen. Und klar, ein Chamäleon kann auch zutraulich werden, aber trotzdem hat es irgendwann auch nochmal das Bedürfnis, sich zurückzuziehen, und diese Möglichkeit solltet ihr dem Tier geben. Ja, dass es nicht die ganze Zeit frei im Terrarium sichtbar ist, sondern dass es auch die Möglichkeit bekommt, sich in den Pflanzen oder im Geäst zu verstecken. So dass es sich auch mal dann zurückziehen kann, ohne dass man es halt direkt sieht. Und, was einige auch nicht wussten, das ist der letzte Punkt, Chamäleons sind strenge Einzelgänger. Ja, ihr seht die zwar beim Züchter alle in einem kleinen Terrarium, das sind mehrere, das ist auch schön und gut, bis zu einem gewissen Alter kann man diese Tiere auch zusammen halten, aber im späteren Verlauf des Chamäleon-Lebens sollte man beachten, dass Chamäleons strenge Einzelgänger sind. Sie treffen sich, wenn überhaupt, einmal im Jahr zur Paarungszeit, dann auch nur für den Akt, sage ich jetzt mal, und dann gehen sie wieder getrennte Wege, aber so kann man Chamäleons nicht zusammenhalten. Das sind keine Meerschweinchen, keine Hunde oder sonst irgendwie was. Chamäleons sind strenge Einzelgänger und das sollte man auch beachten, da es sonst nur zu Stresssituationen kommt, in denen sich die Tiere gegenseitig das Revier streitig machen, und an diesem Stress gehen diese Tiere auch schneller ein. Deswegen Chamäleons nie zu zweit halten. So, sind wir auch schon beim letzten Punkt angekommen, und zwar den meiner Meinung nach umfangreichsten, finde ich persönlich, und zwar den Chamäleon-Krankheiten. Ich habe auch jetzt mal die Seite verlinkt, weil ich fand die Internetseite echt gut, weil das hat im kleinsten Detail Reptilienkrankheiten aufgelistet, auch mit draufdrücken, was es da für Sachen gibt, wie man das therapiert und wie man es versorgt. Klar, ne, wie gesagt, das ersetzt kein Tierarzt. Auch dieses Video, ich habe es ja schon im Anfang hoffentlich nicht vergessen, dass ich so eine Warnung eingeblendet hat. Also dieses Video ersetzt natürlich auch kein Tierarzt. Ich habe das nicht studiert, ich habe mich lediglich darüber informiert, wenn auch sehr intensiv informiert, aber da ich auf diesem Gebiet eine unwissende Person bin, weil ich nicht an Reptilien rumschnibbel bzw. diesen irgendwelche Medikamente verabreiche, verlasst euch bitte auf euren Tierarzt und nicht auf dieses Video. Dieses Video dient einzig und allein dazu, euch ein bisschen die Angst zu nehmen, dass ihr ein bisschen vielleicht einschätzen könnt, was das Tier haben könnte, aber die letzte Diagnose macht immer noch euer Tierarzt. Bitte bedenkt das, weil ich möchte nicht dafür verantwortlich sein, dass ihr irgendwas in meine Worte falsch interpretiert und das Tier dadurch ex geht. Deswegen lieber an die Tierärzte wenden. Auch hier sollte ich irgendwas falsch erklärt haben oder so, bitte gerne Berichtigung in die Kommentare, ich würde mich darüber freuen. Fangen wir an mit den häufigsten Krankheiten bei Chamäleons. Und zwar ist es auch eine, die man relativ einfach behandeln kann, und zwar akute Stressbelastung. Wodurch entsteht sie? Akute Stressbelastung passiert auf jeden Fall direkt nach dem Kauf des Tieres, bei dem Transport nach Hause, dann in der Eingewöhnungsphase, weil es ist ja noch alles neu, überleg mal, du wirst aus deinem alten Umfeld gerissen und wirst quasi in ein neues Umfeld gerissen, wo es auch wahrscheinlich ein bisschen anders bepflanzt ist, ein bisschen größer wahrscheinlich ist. Und da musst du dich halt erstmal zurechtfinden. Deswegen ist auch diese Eingewöhnungsphase so wichtig, da das Tier halt da enorm Stress ausgesetzt ist, da es sich halt erstmal in seinem neuen Umfeld und auch alleine erstmal zurechtfinden muss. Ja, wie therapiert man das? Im besten Fall, wenn man zum Beispiel sowas hat wie Arztbesuche, die halt fest terminiert sind, dass man einen Tag vorher zum Beispiel dann den Futtertag Pause macht, damit das Tier auch keinen nervösen Magen bekommt. Oder halt nach einer stressigen Situation, sei es jetzt zum Beispiel dem Transport irgendwo hin, was relativ spontan war, was man nicht timen konnte, nach der stressigen Situation sollte man 12 Stunden danach dem Tier auch kein Futter verabreichen. Nach diesen Belastungsphasen wie Transport zum Tierarzt oder
jeglicher anderer Transport, sollte eine ausreichende Ruhephase dem Tier zur Verfügung stehen, wo man es nicht belästigt in Form von auf die Hand nehmen oder sonstigen Tätigkeiten, die man sonst immer in der Regel gemacht hat, wo es entspannt war. Da sollte man dem Tier erstmal seine Ruhe lassen, bis es sich wieder mit der Lage akklimatisiert hat. Und bei Stress verbraucht der Körper des Chamäleons eine große Menge an Glukose. Deswegen sollte man auch gucken, wenn das Tier über lange Zeit gestresst ist, dass der Glukosewert nicht in den Keller rutscht. Da aber dann auch mit dem Tierarzt widersprechen, was man dann da im besten Fall macht. Nicht irgendwie aus eigener Hand handeln, sondern am besten sich mit dem Tierarzt in Verbindung setzen, wie man dann am besten diesen Glukosewert hält. Wie kann man Stress beim Chamäleon reduzieren oder vorbeugen? Das ist eigentlich relativ einfach. Zum Beispiel der erste Punkt, ein Chamäleon ist ein strikter Einzelgänger. Das heißt, Konflikt mit Artgenossen vermeiden, indem man sie halt getrennt hält. Selbst wenn man zwei Chamäleons hat, braucht man dafür auch zwei Terrarien. Im besten Fall stehen sich diese Terrarien nicht gegenüber, dass sich diese Tiere gar nicht erst sehen. Dann natürlich auch ein ausreichend großes Terrarium, wo sich das Tier halt auch verstecken kann. Und den Transportstress kann man in dem Sinne auch gut regulieren, indem man die Box einfach abdunkelt und ein luftdurchlässiges Substrat halt in den Boden füllt, denn dadurch erweckt es beim Tier den Gedanken, dass es sich quasi nicht um eine Transportbox handelt, sondern um eine Höhle. Dadurch kann man auch schon viel Stress beim Tier reduzieren. Eine zweite häufige Krankheit ist Übergewicht. Dies entsteht natürlich durch zu energiereiche Nahrung oder auch zu oftes Füttern und zu große Portionen füttern. Dies kann man halt wirklich nur auf eine Art und Weise therapieren, und zwar durch artgerechte Ernährung. Und natürlich das Füttern halt auch in Maßen halten. Jetzt nicht natürlich wieder jeden Tag 20 Tiere füttern, sondern wirklich artgerecht füttern, sodass das Tier auch vernünftig, sag ich jetzt mal, die Energie, die das Chamäleon durch das Futtertier bekommt, auch abbauen kann. Auch hier vorsorglich kann man sagen, Reptilien brauchen erheblich weniger Nahrung als Säugetiere. Dennoch sollte man gerade auch am Anfang vielseitig füttern, denn in den ersten Monaten eines Chamäleons beginnt quasi die Futterprägung. Ja, dort erkennt es, was es fressen kann und was nicht. Und wenn ihr jetzt von vornherein nur Heuschrecken oder sowas füttert, frisst das Tier über langen Zeitraum halt nur noch Heuschrecken, da es anderes halt nicht kennengelernt hat. Deswegen auch schon in frühen Monaten anfangen, so vielseitig wie möglich zu füttern. Damit haben wir die häufigen Krankheiten schon abgehakt, jetzt kommen wir schon langsam zu den gelegentlichen Krankheiten. Und da haben wir was Murphy auch schon teilweise hatte, und zwar Schnupfen. Kann natürlich durch Virenunterkühlung passieren. Und ich weiß noch, letztes Jahr, glaube ich, war es, wo es hier so unfassbar kalt war, da haben meine Lampen auch nicht mehr ausgereicht, da musste ich mir extra was dazu kaufen. Aber das war schon zu langer Zeitraum, dass Murphy eine gewisse Zeit lang, ich glaube, lass es 3-4 Tage sein, angefangen hat zu schnaufen. Also zu niesen. So, das hat sich immer dieses, ich weiß gar nicht, ob man das hört, wieder gespiegelt. Da dachte ich auch schon, was stimmt mit dir nicht? Aber da hatte Murphy Schnupfen. Hier kann man sagen, dass nicht infektiöser Schnupfengewäß der Ursache behandelt wird. Und das kann ich mir nicht merken, weil gegen virale Schnupfinfektion gibt es auch keine medikamentöse Therapie. Dennoch sollte man vielleicht gucken, dass man, wenn das Tier Schnupfen hat, auch mal dem Tierarzt vorstellen. Denn auch Schnupfen kann schlimmere Krankheiten verharmlosen, sage ich jetzt mal. Dass man als Laie quasi nur den Schnupfen sieht, aber in Wahrheit hat das Chamäleon was Schlimmeres. So, dem kann man natürlich auch vorsorgen, ich glaube, das weiß jeder, durch Optimierung der Wärmeversorgung. Und natürlich auch ganz wichtig, Vermeidung von Zugluft. Ihr solltet das Terrarium nie irgendwo stehen haben, wo es durchgängig zieht, sondern immer gucken, dass es zwar ausreichend Luft bekommt, aber dass es halt nicht im Durchzug steht. Und die artgerechte Luftfeuchtigkeit ist auch ein wichtiger Punkt, denn auch zu viel Luftfeuchtigkeit kann zum Beispiel auch Schnupfen verursachen. Wenn ihr jetzt jedem Chamäleon mit 100% Luftfeuchtigkeit zuschmeißt, kann es auch sein, dass es einfach zu viel für das Tier ist und da es halt immer feucht ist, auch ein Schnupfen entwickelt. So, kommen wir ja schon zu den selteneren Krankheiten. Und zwar kommen wir zu Polyneuropathie. Ja? Das ist die Erkrankung mehrerer peripherer Nerven. Diese Krankheit zeichnet sich dadurch aus, dass man beim Tier eine Gangunsicherheit sehen kann, auch eine Bewegungsstörung und Muskelschwund. Das kann man auch, wie schon vorhin gesagt, leicht erkennen, indem wenn ihr das Tier halt auf der Hand habt und ihr merkt, es greift nicht mehr richtig zu, sondern hat anstatt diesem festen Griff, dass das Tier nicht runterfällt, nur so ein leichtes Drauflegen, sag ich jetzt mal, nur der Pfote, und es hält sich gar nicht richtig fest. Diese Krankheit kann durch Diabetes, Vitamin B1-Mangel, Mangelernährung und Uremie, das ist glaube ich Gicht, soweit ich das gegoogelt habe, entstehen. Bei der Therapie bezieht man sich dann auf die Behandlung der Grunderkrankung. Und da auch, ne, also nicht, weil ich jetzt gesagt habe, das Tier hat Diabetes oder das Tier hat einen Vitamin B1-Mangel, das Tier mit Vitamin B1 vollstopfen. Nein, geht bitte mit dem Tier zum Tierarzt. Ich weiß, ich wiederhole mich, aber ich sage es besser noch 15 Mal, als dass jetzt einer wirklich aufgrund dieses Videos halt handelt und dem Tier wirklich irgendwas verabreicht, was es im schlimmsten Fall gar nicht braucht. Ja, deswegen, das dient einfach nur dazu, euch ein bisschen
bei manchen Sachen die Panik zu nehmen, da ihr schon mal wisst, dass es solche Krankheiten gibt, die das Trigeminium betreffen kann. So, und zwar kommen wir jetzt auch schon zum letzten Krankheitspunkt, und zwar ansteckende Krankheiten. Und da habe ich eine Krankheit genommen, die auch schon mal bei jedem Chamäleon befallen hatte, und zwar Spulwürmer. Spulwürmer zeigen sich durch Durchfall. Ja, das Tier hat quasi keinen festen Kot mehr, sondern es kommt halt nur sowas, ihr wisst, was Durchfall ist, ne? Das kann man schon relativ gut vortherapieren durch Erhöhung der lokalen Bodenwärme. Ja, das ist quasi dann ein bisschen den Körper auch und den Bauch des Chamäleons stimuliert. Vorsorge kann man natürlich dann treffen, Quarantäne für neu erworbene Tiere. Das ist dann zum Beispiel, wäre halt nur relevant, wenn man jetzt zum Beispiel züchten möchte, sich dann quasi von seinem besten Kumpel oder so sich ein Männchen geholt hat und dieses Männchen halt krank ist. Dann packt man das erstmal vorher in Quarantäne, bevor man es ans Weibchen lässt, da sonst das Weibchen sich auch mit Spulwürmern anstecken kann. Und da tritt jetzt auch wieder ein alter Tipp von mir ein, und zwar regelmäßige Kotuntersuchungen. Denn auch diese Kotuntersuchung beugt Spulwürmer vor und auch diverse andere Krankheiten und Parasiten, da man diese Sachen gut im Kot ermitteln kann. Ja, und damit haben wir es auch schon für heute geschafft. Ich hoffe, das Video hat euch gefallen, und ich sage es euch jetzt auch das letzte Mal, dieses Video dient der reinen Information. Es sollte nicht nach eigenem Ermessen gehandelt werden, da immer ein Tierarzt zur Hand nehmen, der euch genau sagen kann und ermitteln kann, was das Tier hat und was dem Tier fehlt. Und dann auch mit dem entsprechenden Medikamenten behandeln kann. Ansonsten hoffe ich, euch hat das Video gefallen. Es war auch informativ. Ich habe noch in den Kommentaren gelesen, dass euch das Thema interessiert, wie man ein Terrarium bepflanzt. Das fand ich eigentlich auch ganz spannend. Ich denke mal, das wird das nächste Video werden. Sollte euch das Video gefallen haben, lasst doch bitte ein Like da. Wenn ihr mehr Chamäleon-Content sehen wollt, könnt ihr auch gerne ein Abo da lassen. Ansonsten habe ich nichts mehr großartig zu sagen, als hoffentlich kommt das Video pünktlich am Mittwoch, da ich aktuell sehr wenig Zeit habe. Und ich hoffe, ihr hattet frohe Ostern. Ja, habt fleißig gesucht und auch schöne Sachen gefunden. Und ja, euch noch einen schönen Tag. Haut rein, macht's gut. Tschüss. I've got a question, if you'd hear me out. In your defense, you never had a chance. And so tell me straight, I won't go. This is our time now, I'm sure. Make no mistake that we are closer than we're far.